Kommentar zu Foto mit prominenten Ex-PartnerInnen lässt uns staunen. Damit hätten vermutlich selbst Elisabeth Hagregoraki, Naomi Campbell und Heidi Klum nicht gerechnet. Nach einem gemeinsamen Foto mit den prominenten Models gerät ihr Ex Flavio Briatore ins Schwärmen und verleiht den drei Frauen ein unerwartetes Prädikat. Dieses Foto hatte im Vorfeld des Grand Prix in Monaco niemand erwartet. Jurorin Heidi ihre älteste Tochter Leni, 18. Und führte TV-Moderatorin Elisabetta sogar zum Traualtar. Die Schmetterlinge im Bauch des italienischen Geschäftsmanns und seiner früheren Lieben sind längst in andere Richtungen auseinandergeflogen. Doch Flavio überrascht nun mit einer ungewöhnlichen Aussage. Flavio Briatore, so wichtig sind Elisabetta, Naomi und Heidi noch immer für den Sportmanager. Naomi, Heidi, Elisabetta, die drei wichtigsten Menschen in meinem Leben, kommentiert der 72-Jährige das ungewöhnliche Fotorevival mit seinen Ex-PartnerInnen im Gespräch mit dem Magazin Zette. Punkt. Eine Aussage, die verwundert. Angesichts des äußeren Scheins, der auf nicht ganz so unkomplizierte Trennungen schließen ließ. Doch Briatore hat offenbar hinter den Kulissen den richtigen Weg gefunden, um mit den augenscheinlich noch immer für ihn bedeutsamen Frauen im Frieden aufeinandertreffen zu können. Die Basis ist Korrektheit, erklärt der Sportmanager. Nach einer Liebesbeziehung muss die Freundschaft andauern. Wir sollten uns alle bemühen, dass es so ist, appelliert er und freut sich offensichtlich über das erstaunte Echo auf das gemeinsame Foto. Der Schnappschuss ist zufällig entstanden, weil ich einen ganz besonderen Moment festhalten wollte. Mit dem Besuch der Formel 1 machen sie sich gegenseitig glücklich. Video abspielen bei der Formel 1 in Monaco. Neue Liebe in Sicht? Dass Flavio es lediglich besonders harmonisch mit seinen prominenten Ex-Frauen hält, ist angeblich nicht der Fall. Auch zu den Unbekannteren pflegt er angeblich ein gutes Verhältnis. Ich habe nie zu einer gesagt, ich will dich nie wiedersehen. Aktuell bleibt ihm offenbar auch nur die Wiedersehensfreude mit seinen Ex-Frauen. Die einzige Beziehung, die ich im Moment habe, ist die zu meinem Sohn, behauptet Briatore, der mit Elisabetta den 12-jährigen Nathan Falco hat. Und dann in meinem Alter. Ich hoffe einfach, dass ich gut alt werde. Mit jemandem, der mich unterstützt und mir Freude bereitet. Im Moment habe ich da aber keine Ambitionen.